So, Moment. Hallo und erstmal herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Neverwinter Nights 1, das dem ersten Add-on die Schatten von Undern zieht. Ich habe gerade die Aufnahme neu gestartet und sofort kam eine Nachricht rein. Euer Gepäck rüttelt sich hin und her. Offenbar möchte die mobilisierte Hand freikommen, vielleicht um zu fliehen, auch nur um eure Aufmerksamkeit zu erlangen. Okay, vielleicht können wir uns das mal anschauen. Die mumifizierte Hand ist... Wo ist die eigentlich? Hier. Nein, ist ein Panzerhandschuh. Das ist eine mumifizierte Hand, ja. Ich schaue es an. Eines der verschwundenen Artefakte ist die mumifizierte Hand des Leichnams Belferon. Sie soll noch immer einen Teil seiner Macht enthalten. Um sie korrekt einzusetzen, darf man sich nicht bewegen, während man ihre Kraft entfesselt. Da ich das sowieso gerade geladen habe, würde ich jetzt gerne mal sehen, was passiert, wenn ich es benutze. Die Hand zeigt in diese Richtung. Okay, das ist ja mal geil. Wir folgen einfach mal der Richtung der Hand. Das ist ja mal richtig geil. Mal sehen, wo die uns hinführt. Oh, ein Bärchen. Moment. Ein Schwarzbär ist wahrscheinlich schon etwas schwieriger für uns, nicht wahr? Herausfordernd. Ich bin noch mal Silena gewöhnt. Ich möchte keine getreue Klinge. Ich möchte einen getreuen Kältestrahl. Warum nicht? Er ist kaum verletzt. Na gut. Dann hätte ich gerne einen getreuen negativen Energiestrahl. Was ist er denn da? Naja, ist auch nicht besser. Aber Dorna trägt gut dazu bei, dass der Bär gleich stirbt. Und? Ist er tot? Na komm schon. Er weicht aus, er ist tot. Narrat hat ihn erledigt. 75 Erfahrungspunkte. Sehr geil. Wie viel brauche ich eigentlich zur nächsten Stufe überhaupt? Ich brauche noch ungefähr 1100 L. Aber auch nur so ganz ungefähr. So, wir haben ein Bärenfell, was hoffentlich total viel wert ist. Aus einem Bärenfell kann man Kleidungsstücke und Teppiche herstellen. Doch die meisten Jäger werden euch sagen, dass der Preis, den man für ein Bärenfell erzielen kann, es nicht wert ist, sich der Gefahr der Bärenjagd auszusetzen. Ja, aber der Preis verbunden mit der, Dingens. Mit der Erfahrung, die man bekommt, ist es vielleicht doch wert. So, was haben wir denn hier? Spuren offensichtlich. Den Spuren nach muss eine große Gruppe unbekannter Wesen von nicht allzu langer Zeit hier vorbeigekommen sein. Warte mal, da müssen wir lang. Okay, geht die Karte noch weit? Nein. Ich würde aber trotzdem, ich weiß, auch der Handschuh hat diese Richtung gezeigt, trotzdem jetzt kann man kurz dieses unbekannte Wich hier noch erkunden. Und mal schauen, ob ich hier noch irgendwas Gutes finde. Deacon ist da! Oh, wartet, wartet, wartet! Reden muss Deacon mit euch. Ihr warten hier. Okay. Bei den Göttern, das ist ein Kobold und er möchte mit uns sprechen. Also. Ihr so schnell rennen. Keine Luft mehr. Deacon kriegen. Schwer Schritt zu halten. Es ist. Warum folgt ihr mir? Sprecht schnell. Deacon euch nicht folgen. Gut, ja, ein wenig vielleicht. Aber nur um zu sehen, ob er wirklich großer Held ihr seid. Eure Hilfe braucht Deacon. Ihr braucht meine Hilfe? Euch helfen nach all dem, was ihr Hügelspitze und Meister Drogan angetan habt? Niemals würde ich einem so bösen Wesen wie euch helfen. Das ist Quatsch, ich bin ja selber ein böses Wesen. Ich frage mal, wobei ihr meine Hilfe braucht. Nun, Deacon niemanden wehtan im... wehtat im Dorf. Deacon nur gegangen auf Überfall, weil Meister es so gesagt hat. Deacon seines Meisters Diener sein. Lieder singt Deacon, seinen Meister mit Geschichten er beglückt. Deswegen der Meister Deacon auf Überfall geschickt, damit Deacon später Geschichte schreibt für Meister. Ein Barde natürlich. Wir haben ja schon davon erfahren in den letzten beiden Folgen. Also seid ihr so eine Art Koboldhofnarr. Interessant. Das erklärt aber dennoch nicht, warum ihr hier seid. Dummerweise etwas Schlimmes getan hat Deacon. Böse sein wird Meister auf Deacon. Zurück zu Meister Deacon nicht können. Nimmermehr. Schrecklich Angst hatte Deacon. Wer ist dieser Meister, von dem ihr redet? Soll es etwa heißen, ihr seid eine Art Koboldhofnarr? Nein, das hat sie schon gebracht, den Spruch gerade. Was habt ihr denn so Schreckliches getan? Und warum soll ich euch überhaupt helfen? Ihr solltet mehr Angst vor mir haben, Monster sterbt. Und erstmal gerade natürlich fragen, erstmal Informationen rauspressen. Wer ist dieser Meister, von dem ihr redet? Timo Farah heißt er, der große Drache der Meister. Herrscher der Kobolde ist er, furchteinflößend er ist. Mit scharfen Zähnen und auch schlechtem Atem. Aber Deacon, er hält für gar lustig. Ein Drache. Was soll ich gegen einen Drachen unternehmen? Mit ihm reden vielleicht? Deacon immer reden mit Meister. Meister sagt, du redest jetzt mit mir, Deacon. Und also Deacon reden.
einmal nicht schlafen konnte, Meister, und Sodikin hat geredet zu Meister 2 volle Tage lang über Paarungsrituale von Orks. Meister dann endlich eingeschlafen und Deacon umgekippt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob eure Meister es schätzen würde, wenn ihm Heribert 2 Tage lang eine gute Nachtgeschichte erzählen würde. Zumal ich längst nicht so bewandert bin wie er, also wie Deacon wahrscheinlich. Meister, sehr schlau sein. Er wird sicher zuhören, großem Helden, wenn er nur erschafft, bis zu ihm. Dann steckte also Thymo Farrar hinter dem Diebstahl der Artefakte? Meister, den Kobolden sagen, sie sollen gehen in Menschendorf und stehlen magisches Zeug, also dahinter erstecken. Deacon nicht wissen, warum wollen Meister das Zeug? Drachen sind gierige Wesen. Es interessiert mich allerdings immer noch, wie er etwas über sie herausgefunden hat. Aber auf Heimweg Kobold angegriffen werden von Gnollen, die Artefakte wollen. Meister wird sehr wütend. Deacon zittern, wenn Meister wütend. Warum wollen die Gnolle diese Artefakte? Das Deacon nicht wissen. Vielleicht weil Gnolle gierig, wird dann gerannt an gruseltoten Ort mit etwas magischem Zeug. Nicht wissen, was Gnolle danach getan. Wo kann ich euren Meister finden? Nach Norden ihr geht, in die Berge. Dort Koboldhöhlen sein. Meister lebt unterhalb der Kobolde in großer Höhle. Schwerlich verfehlbar. Vielleicht solltet ihr mitkommen und mir den Weg zeigen. Oh nein. Nicht nähern kann sich Deacon dem Meister. Angst hat Deacon vor der Strafe des Meisters. Erzählt mir mehr über diesen Drachen. Oh, sehr groß ist er und sehr alt und sehr schlau. Verwandt sind wir Kobolde mit Drachen, aber nicht viel hält Meister davon. Meister sagt, zu mickrig für Vettern die Kobolde sind. Nun, das ist ein guter Punkt. Ich dachte ebenfalls immer, dass Kobolde mehr kläffenden Hunden ähneln würden. Meister sagt Kobolden, was zu tun und los, wir rennen. Manchmal auch er Kobolde beiseite nehmen und ihnen Dinge beibringen. So wie bei Koboldhäuptling oder Deacon, aber nur, wenn er ihn für schlau hält. Meister, auch schön weiß sein, er es sehr gerne kalt haben. Ich mal sah, wie er Eis gehaucht hat auf Kobold und kleine Eisenzapfen gemacht, mein Gott. Okay, es ist also ein großer weißer Drache. Weiße Drachen sind ja eher sozusagen die Eisdrachen im Prinzip. Wir müssen also darauf achten, dass wir vielleicht irgendwann mehr Feuerzauber anwenden sollen, aber hier allgemein machen, weil ich nehme an, in der kalten Umgebung wird es eher Wesen geben, die sich mit Kälte gut vertragen. Dahingegen ist mein Eisstrahl, den ich hier habe, Kältestrahl, natürlich erstmal total Banane, aber egal. Ich möchte noch etwas anderes fragen. Nur zu, die können euch alles erzählen, was wollen, wenn ihr nur helfen. Das habe ich schon gefragt. Das mit dem Koboldhofner ist Quatsch, der ist halt ein Barde. Was habt ihr eigentlich so Schreckliches getan? Verdammt, ich habe auf Hofner geklickt, Mist. Hofner, Deacon ist großer Koboldbarde. Deacon kennt alle Geschichten über Drachen und Helden. Na gut, einige Geschichten. Gut, einige ausgewählte, weil lang und schwer zu lesen sie sind. Deacon macht großen Meister glücklich. Deacon singt und erzählt Geschichten und warnt Kobolde, wenn Meister stinkig sein. Damit nicht zerquetscht sie werden, Deacon sehr wichtig sein. Ihr seid ein Barde. Könnt ihr denn auch Zauber wirken? Ja, Deacon Zauber wirken. Vielleicht sogar 2. Zu verstehen sucht Deacon den Meister, wenn er lehrt. Meister so geduldig sein, Meister Deacon sehr gern haben. Meister mag Deacon, aber nun Deacon hat Mist gebaut. Deacon Schreckliches hat angestellt und kann nun nie mehr zurück zu Meister, weil Meister ihn sonst zerquetscht. Ja, genau, was wollte ich denn fragen? Genau. Was habt ihr denn so Schreckliches getan? Deacon aus der Menschenstadt hinaus trug er die kleine Turmstatue, erschrak sich beim Angriff der Gnolle und fallen erließ die kleine Statue. Kaputt nun die Statue, nun wegen Deacon, zurück zum Meister nicht bringen er sie kann, denn böse wäre der Meister, aber noch böser wäre der Meister, blieb Deacon fern. Ihr habt die Statue zerbrochen, wie ist es überhaupt möglich, könnt ihr sie uns geben? Deacon weiß, dass ihr nach kleiner Statue suchen, Deacon sie euch geben, wenn wir ihm helfen, klingt das gut? Überreden. Gebt mir die Statue und ich helfe euch, vielleicht. Mist. Meister sagt manchmal sagt Deacon sei dumm, aber so dumm ist Deacon auch wieder nicht. Den kleinen Kobold nur seht ihr in Deacon und klanglos verschwindet, wenn die Statue ihr habt. Habt ihr die Turmstatue bei euch? Nun, Deacon hat derzeit sie nicht, aber Deacon wüsste, wo versteckt sie ist. Clever von dir. Für euch er sie findet, wenn ihr ihm helft. Was meint ihr eigentlich damit, dass die Statue kaputt sei? Fallen auf Felsen ließ Deacon sie, als Gnolle ihn erschraken. Pech, Zufall, Unglück. Ein Riss sie bekam und drin war das glänzende Ding, sehr hübsch. Ein glänzendes Ding, wovon redet ihr?
Ehrlich, Deacon nicht wusste, dass glänzender Stein drinne war. Deacon Statue finden und euch zeigen, wenn ihr ihm helfen. Okay. Also, wie kann ich euch denn helfen? Ihr seid ein großer Held. Deacon wissen, er euch beobachten. Ihr gehen und besuchen Deacons alten Meister Thymo Farrar. Bist du wahnsinnig? Ihr vielleicht reden mit Meister, damit er freilassen Deacon. Dann geben euch Deacon kleine kaputte Turmstatue. Warum sollte er euch freilassen? Seid ihr nicht schon frei? Oh nein, nein, Deacon noch nicht frei sein. Verstecken Deacon sich tut, doch wenn Meister will finden Deacon, dann kommt er und tut es. Und wenn Meister gezwungen ist, Deacon zu suchen, nicht schön die Sache am Ende wird sein. Deswegen Deacon hat solche Angst. Groß ist der Meister und Deacon so klein. Redet mit Meister oder tötet ihn. Deacon ist letztlich gleich sein. Und habt ihr es vollbracht, gebt Deacon kleine Statue. Ich soll mal eben weißen, großen Drachen töten als Level 3 oder so. Hexenmeister. Das wird wirklich nicht mal als Level 10 Hexenmeister schaffen. Ich denke, dass diese kleine Reptil uns erpressen will, Heribert. Deacon voll und ganz euch vertrauen. Deacon wissen, dass ihr sein großer Held für wahr. Okay, das Überreden hat nicht funktioniert. Wir werden es nicht nochmal probieren. Das, auch wenn ich mir die Option nochmal gegeben würde, das wäre... Ehrlich gesagt, cheating, wenn ich es immer wieder probieren würde. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, gewusst hat Deacon, dass helfen ihr würdet. Gewusst hat er es hat, ja. Glücklich nun ist Deacon, aber naja, immer noch etwas bange. Los, ihr zieht, findet den alten Meister und tut, was notwendig. Deacon dabei versteckt sich im östlichen Menschendorf, ja? Ihr meint Blumenberg? Deacon nicht wissen, wie Menschen nennen den Ort, doch Deacon dorthin gehen und sich gut verstecken. Ihr kommen und suchen Deacon und alles getan, ja? Okay, Gespräch beendet. Ich muss euch einen Moment sprechen. Das können wir doch gerne machen. Ich muss noch kurz mal einen kleinen Schluck trinken. Gut, ich denke, dafür ist Zeit. Also sprecht. Ich weiß nicht, ob wir das diesen Kobold trauen sollten, wie schlau oder besonders er auch scheinen mag. Hinter solchen wie dem steckt meist ein größeres Übel. Ich bin eurer Meinung, aber was sollten wir denn sonst tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir seine Anweisung fürs Erste folgen. Aber seid auf der Hut. Er erwähnte Drachen und die geben nicht gerne was her. Hattet ihr schon einmal mit Drachen zu tun? Was mir mehr Sorgen macht, ist, wie der Drache an die Information gekommen sein kann. Das stimmt. Nee, eigentlich macht mir das nicht mehr Sorgen. Weil der Drache macht mir schon am meisten Sorgen. Hattet ihr schon einmal mit Drachen zu tun? Eigentlich nicht, aber ich habe so einiges gehört. Fürchte aber, meine Quellen sind so wenig verlässlich wie diese Kreatur selbst. Ich mache mir Sorgen. Welches Interesse sollte dieses Vieh an den Artefakten haben? Ich schätze, was dieser Deacon gesagt hat, wird sich kaum mehr prüfen lassen. Wir müssen es einfach wagen und hoffen, dass wir mit allem fertig werden, was uns begegnet. Ich bezweifle, ob Meister Drogan damit gerechnet hat, dass wir so früh schon auf solche Kreaturen stoßen. Das glaube ich wohl auch. So, ich speichere erstmal. Deacon ist also hierhin verschwunden. Was geht's denn hier hin? Zum Hochwald, okay. Ich werde erstmal nicht mit hingehen. Donner? Ach da. Okay, hier geht es also nicht großen Ganzen nicht weiter. Hier geht es noch zum Hochwald, gut zu wissen. Aber der Handschuh hat in die andere Richtung gewiesen. Würde mich doch mal interessieren, wo er uns hinweist. Führt er uns zu anderen Artefakten? Das wäre natürlich ganz geil. Oder führt er uns zu einem geheimen Schatz, was auch ziemlich lustig wäre. Hier sind weitere Spuren. Den Spuren nach muss eine große Gruppe unbekannter Wesen vor nicht allzu langer Zeit vorbeigekommen sein. Mir wurde schon gesagt, dass man als jemand, der Spuren sehr gut lesen kann, als Waldläufer oder Druide wahrscheinlich, dann mehr Informationen aus diesen Spuren rauslesen kann, was ich ziemlich gut finde, ehrlich gesagt, dass das auch dann so durchgezogen wird. Hier geht's nach Blumenberg, okay. Blumenberg, Juwel des Nordens. Ich würde ganz gerne mal den Handschuh aktivieren, wenn das geht. Und wir müssen nach Blumenberg. Tatsächlich, ich speichere. Und schauen wir, was wir dort finden. Übrigens habe ich beschlossen, dass ich nur äußerst sporadisch... Moment, bevor du jetzt mal irgendwas sagst, der Sterbende, die Tone, na wunderbar. Bevor du... Nee, was wollte ich gerade sagen?
Ja, genau. Ich wollte nur äußerst sporadisch zurückgehen ins Heimatdorf, in den, also zu Meister Drogan und so weiter und zu Ayala und so. Einfach nur immer dann, wenn ich halt, wenn mein Gepäck total voll ist oder keine Ahnung was oder wenn es unabdingbar ist, weil vorher sehe ich keinen Sinn darin, ständig wieder zurückzulaufen. Jetzt, selbst wenn ich jetzt hier eine Krankheit habe oder verflucht bin in irgendeiner Weise, ich muss versuchen, damit ein bisschen zurechtzukommen. Ich habe beim Hauptspiel etwas zu oft diese Heilfunktion genutzt. Ich krieg's bestimmt irgendwie hin, diesen Fluch wieder aufzunehmen. Ich weiß exakt nicht wie, aber bestimmt kriege ich es irgendwie hin. Oder diese ganzen Krankheiten und so weiter und so fort. Aber ich halt meine Heiltasche einsetzen. Da versuche ich mir selber ein bisschen eine größere Herausforderung zu stellen. Ja, man kann natürlich argumentieren, klar, das machst du natürlich, weil du diese komischen Kristalle jetzt brauchst und die ab und zu mal verbrauchen müsstest. Aber selbst dann wäre es durchaus noch möglich, weil man braucht ja nur relativ kleine Kristalle. Also relativ niedrigstufige Juwele, um sozusagen einen neuen Teleportkristall herzustellen. Und Quarz natürlich, soweit ich weiß. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin sehr optimistisch. Ich versuche es einfach mal ein bisschen so lange wie möglich durchzuziehen. So. Achso, du redest erst schon mit uns. Verdammt, dann bist du. Na gut. Was für ein segensreicher Anblick. Ihr seid mein Herr. Ich bin so gut wie erledigt, aber ihr müsst von hier fliehen. Blumenberg ist zerstört. Was ist hier passiert? Hier, nehmt diesen Trank, heilen. Haltet still, lasst mich euch diese Heiltasche behandeln. Bist du tot? Ah, die Toten. Coupe de grâce. Man kann euch wesentlich leichter ausrauben, wenn ihr tot seid. Hier würde ich wahrscheinlich in Richtung gut verschoben werden. Deswegen bin ich das. Ich bin 5 Punkte in Richtung böse verschoben. Wunderbar. Ah! Ja, so ist das. Wie sieht's gerade aus, meiner Gesinnung? Oh, stopp, was ist das? Oh. Die Gnolle gehen ab. So, dann hätte ich gerne mal ein magisches Geschoss auf den da. Ich bin gleich tot. Weg. So, er folgt mir, okay. So, du bist unverletzt. Ich würde sehr gerne einen negativen Energiestrahl auf dich wirken, wenn es geht. Verdammter Mist, das bist du. Dann hat nochmal ein magisches Geschoss auf dich. Und ein Kältestrahl. Verdammt, Mist. Mach schnell. Sehr, sehr gut. Okay. Puh. So, was bringt eigentlich das Verfluchte? Ich nehme an, irgendwas ist bei mir reduziert. Alles. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, eine tote Kuh ist hier. So, wo ist eigentlich jetzt der Typ hin? Ich hab gerade getötet, wollte ihn plündern. Toll. Er ist weg. So, Blumenberg ist schon so gut wie erledigt. Das ist richtig sehr interessant. Kann man sich mal kurz hier regenerieren? Man kann, hervorragend. Okay, speichern. Und wir schauen weiter. Willkommen im Blumenberg der Bezaubernden. Alle sind tot, sogar die Tiere sind tot. Blumenberg ist nicht besonders groß, wenn ich es richtig sehe. Ist einfach ziemlich schlauchig. Ein unverletzter Gnoll, mit dem man sprechen könnte. Möchtest du mit uns sprechen? Rauskommen, dummer Kobold! Ah ja, da ist wahrscheinlich Deacon drin. Dann würdest du jetzt gleich mal einen kleinen Säurespitzer bekommen. Ok, naja, warum nicht? Hat nicht schlecht funktioniert. Und ich hätte gern meinen. Ach ne, meine Treue. Klinge brauche ich nicht, ich habe noch 2 Begleiter gerade. Oh, kommt noch ein 2. Gnoll an. Der vielleicht macht doch mal eine treue Klinge. Auf. Hier hin. Oh, sehr gut, gerade rechtzeitig. Alter Schwede, ein Gnoll-Schamane, das wird ja lustig. Ich gebe dir mal einen Kältestrahl. Nach ist gestorben, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich würde gern einen Begleiter wieder haben. Hui. Angriff. Oh nein. Weg. Ich muss fliehen, tut mir leid. Ich habe nämlich keinen Turm mehr. Oh Gott. Ich bin schon viel zu nah an diesen Leuten dran. Tonerfolg. Ja. Aua. Was war? Donner. Greift den nächsten Gegner an. Und ich gebe hier nochmal einen Säurespritzer. Und irgendwer greift mich wieder an. Moment. Kann ich dir vielleicht noch eine... Oh, Benommenheit ist sehr gut. Hat nicht geklappt. Oh Gott. Dorna ist gestorben. Nard ist gestorben. Ich bin gestorben. Okay. Das ist mal ein heftigerer Kampf.
wo man nicht einfach so reinlaufen sollte, wie ich das gerade sehe. Interessant, interessant. Gut. So, wir sind ja jetzt halbwegs geheilt schon. Dann würde ich mich gleich nochmal hier nähern. Hol mir schon mal einen Dolch. So, hier ist ein Gnoll und da ist ein Gnoll-Schamane. Ich würde ganz gerne, vielleicht sollten wir erstmal die Gnolle selbst töten. Der Schamane ist ja, ist zwar nicht schön, aber... Oh Gott, ey, ernsthaft? So, jetzt. Jetzt müsste ich ihn sehen. Aber die Gnoll-Schamanen, die Gnolle an sich hauen ja immer so auf meine Dorner ein und so weiter. Oh, sehr schön, du bist gleich tot. Dann hätte ich den ganz gern gleich nochmal auf den Schamanen. Fantastisch. Du kriegst noch ein magisches Geschoss ab. Übrigens, Nart, greif das nächste Ziel an, bitte. Sehr gut, der Schamane ist schon mal Geschichte. Und auch der Gnoll ist gleich tot. Sehr gut, der Dolch ist übrigens verdammt viel wert, wie ich es gerade sehe. So, der erste Kampf ist vorbei. Ich kann also speichern, ohne dass es Cheating ist. Schauen wir mal kurz die Überreste an. Wir haben einen Plattenpanzer, den ich nicht mitnehmen kann, weil es zu schwer ist. Und wir haben eine Goldmünze, die ich mitnehmen kann, weil sie nichts wiegt. Eine Kiste haben wir noch. Eine Lichtrobe. Ja, 15 Meter weißes Licht. Na gut, nehme ich mit. Tschüss, Dolch. So, war hier nicht noch ein Sack? Ja, ein Beutesack. Wir haben einen Grünstein, einen Kupferring. Vielen Dank. So, da ist noch ein weiterer Gnoll. Das war noch mehr Gnolle noch. Egal. Ich hole mir erstmal meinen Dolch zurück. Und werde ihn dann mit einer negativen Energiestrahl begrüßen. Sehr, sehr schön. Das läuft ganz gut so. Schön, wenn man so ein bisschen Schadensoutput hat. Waren noch weitere Gnolle gerade hier? Kommen wir mal noch mehr, oder? Da ist nämlich noch einer, genau. Oh, oh. Ah, der ist auch schon tot. Sehr gut. Dann, ich muss mal kurz ein bisschen gucken. Ich habe nämlich nicht mehr so wahnsinnig viele Zauber. Da ist noch ein Kältestrahl für dich. Ja, nicht übel. Und auch dieser Gnoll ist Geschichte. Wunderbar. Ich werde mich gleich mal regenerieren. Um all meine Zauber zu regenerieren. Ich habe nämlich keine einzige Klinge mehr. Ich habe kein magisches Geschoss mehr. Kein negativer Energiestrahl mehr. Sondern nur 5 Kältestrahls. Strahlen, das ist ganz gut. Kältestrahlen, sinnvoll. Und ein paar Säurespritzer. Na gut. Dann einmal das. Und ich nehme an, hier finden wir den Deacon gleich wieder, weil er wollte sich ja gerade hier verstecken, nicht wahr? Gucken wir uns mal gleich an in der nächsten Folge. Bis gleich.